Wir denken oft, dass man uns besser versteht, wenn wir kurze Sätze benutzen oder vielleicht besonders laut reden. Die Erfahrung zeigt, das kann schon mal schief gehen. Vor allem, wenn man die Leute anschreit, könnte der Inhalt falsch rüberkommen. Und auch kurze Sätze bedeuten nicht immer, dass man verstanden wird. Viel wichtiger ist, wie man etwas formuliert. Achtet daher darauf, dass ihr eure Schüler nicht mit regionalen Ausdrücken, Dialekten oder Fremdwörtern überfordert. Et küt wie et küt ist ein zum Beispiel sehr kurzer Satz, aber kein nüchterner Mensch außerhalb des Rheinlandes würde verstehen, was damit gemeint ist. Oder stellt euch vor, ihr habt von eurem besonders witzigen Tandempartner Schimpfwörter gelernt. Jetzt steht ihr in London am Bahnhof und wollt einfach nur eine Fahrkarte kaufen. Oh shit. Bitte verzichtet auch auf Goethe, Brecht und andere hohe Literatur. Jetzt geht es erstmal darum, die Menschen fit für den Alltag zu machen und nicht darum, dass sie Goethe zitieren können. Das gleiche gilt übrigens ein bisschen auch für Märchen. Der Froschkönig ist zwar ganz nett, aber wer unterhält sich schon heutzutage mit verzauberten Fröschen über goldene Bälle? Beim Sprachenlernen braucht man manchmal ein bisschen Motivation. Auf Arabisch könnt ihr so motivieren. Al-Lughatu al-Almaniya laysat sa'ba itlaqan. Das bedeutet, Deutsch ist gar nicht so schwer. Wir wiederholen. Al-Lughatu al-Almaniya laysat sa'ba itlaqan. Al-Lughatu al-Almaniya laysat sa'ba itlaqan. Al-Lughatu al-Almaniya laysat sa'ba itlaqan. Und jetzt seid ihr dran. Sehr gut. Das bedeutet, Deutsch ist gar nicht so schwer. Also einfacher als Arabisch ist Deutsch auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Mach dein Herz aufgefallen. Für mehr Informationen klickt bitte hier.